Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und unser guter Typ bewundert sich vorm Spiegel. Ich muss aber gerade ganz kurz nochmal gucken. Audio stimmt alles noch, dann ist ja gut. Ich hatte zwischendurch nämlich mal so Just for Fun einen anderen Spielstand angefangen. Und da weiß ich nicht mehr, ob ich den Sound runtergestellt hatte oder nicht. Aber anscheinend nicht so. So. Wir waren bei Victor. Bin ehrlich gesagt vom letzten Plan ein bisschen raus, weil ich jetzt 2 Wochen nicht aufnehmen konnte. Aber wir kriegen ja irgendwas hin. So eine Person hat Star Universe heruntergeladen. Das ist schön. Wir müssen immer noch mit einem Gruppenmitglied über Gruppe reden. Ach ja, die Charisma-Fähigkeit. Ich erinnere mich. Doch, ich erinnere mich. So. Jetzt steht das Wasser natürlich auf dem Tisch, aber der Vorteil mit einem kabellosen Headset. Lenny, bitte nur schlafen und ich sterben, ja? Du liegst nämlich schon wieder so entspannt da, aber er atmet noch. Vorteil ist, dass ich mir hier mal ganz dreist schnell mein Wasser vom Tisch holen kann. So. Ah, sehr schön. Das musste jetzt mal sein. Einfach so ein Schluck Wasser. So, Geld. Geld, Geld, Geld. Miete ist bezahlt, oder? Yes. 18.000. Okay. Stimmt, wir haben eine Menge Zeug verkauft, ne? Das klingt jetzt auch wie hier Gras verticken oder so. Aber klar, der Geschäftsmann, von dem man es am wenigsten erwartet, der nutzt sein Grasbäumchen hier und vertickt erstmal ein bisschen was. So. Olivia weiß, dass ausgefallene Käsesorten manchmal etwas reif riechen. Doch die letzte Lieferung stinkt geradezu. Soll Olivia den Koch bitten, mal daran zu riechen und ihn einfach servieren? Wir servieren ihn einfach. Mal gucken, was passiert. Dieser Käse wird nicht nur von allen geliebt. Die Gäste bitten sogar um einen Nachschlag. Anscheinend ist dieser stinkende Käse ein Hit. Das letzte Mal hat uns der Chef nämlich dafür getadelt, dass wir seine Zeit verschwendet haben, an Käse zu riechen. Deswegen habe ich das mal so gemacht. Fleißig arbeiten so. Oh, die kommt mal auf die Idee, die Wäsche zu machen. Das ist ja mal ein Ding. Ey, Alte, mach sie doch auch an, wenn du sie reinsteckst, die Wäsche. Meine Herren. Ich sag da nichts zu. Ich finde dieses Kabel, was hier runtergeht, das sieht auch sehr toll aus. Sieht überhaupt nicht wie aufgemalt aus. Und von der Seite ist es auch total dreidimensional, wie man sehen kann. Und diese Warnhinweise. Sehr wichtig. So. Nochmal auf schnell machen. Der könnte auch mal wieder ein bisschen Sport machen, oder? Er sieht so ein bisschen lauchig aus, finde ich. Der, den könnten wir mal wieder aufs Laufband schicken. Ob er eigentlich die ganze Zeit das gleiche vorm Spiegel redet, das frage ich mich. So. Ach, er hat die Hanfplantage gekriegt. Da hat sich Sarah ja so lustig drüber gemacht. Die Gitarre mitten vorm Bett. Wir stellen sie mal ein bisschen weiter in den Raum rein, so. Ja. Immerhin hat er gleich mal ein Level ab. So. Ich würde sagen, wir können ihn mal auf die Toilette schicken, wenn der da fertig ist. Und vielleicht nimmt er sich, er müsste sogar frei haben. Ja, er hat frei. Perfekt. Ja, jetzt mach mal schnell deine Rede fertig, weil du ja schnell auf die Toilette musst. Nein, er unterbricht es. Oh, Lauch, ey. Nee, nee, nee. So, wir haben es übrigens 22:07 Uhr. Nehmen jetzt hier ein bisschen auf. Ja, geh doch auf Toilette, schmeiß doch Lucien mal raus. Oh. Das ist echt leider ein bisschen nervig. Es fehlt auch so ein Besetzt-Schild, also so eine Tür, die man einbauen kann, damit es heißt, hier ist besetzt. Meine nachdenkliche Dusche.
Und so ein Kokos, irgendwas Kuchen, der, nee. Das machen wir besser nicht. Wir machen einen Gartensalat, der sollte schnell gehen, oder? So, er geht nachts um 2 erstmal in die Küche, um sich Kuchen zu holen. Das würde ich auch gern regelmäßig machen, nachts um 2 in die Küche gehen und Kuchen essen. Aber gerade mit dem Fasten im Moment ist das ja doof. Aber hey. Ja. So, immerhin macht Viktor erstmal Essen. Kann der da auch, was er versucht? Sieht so ein bisschen planlos immer dabei aus. Okay, doch nicht. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, dass das dabei im Kühlschrank stattfindet. Okay. Alles klar. Ach ja. Das ist, glaube ich, Bug. Nee, doch nicht. Ach, er kann das weiter servieren? Ey, gleich fällt dir die Schale auf den Boden. Als ob das den Salat qualitativ hochwertiger macht, wenn ich den einmal wie so ein Mega mit dickem Schwanz über meine Schulter rollen lasse. Das macht gleich den ganzen Salat besser, also. Muss schon sagen. Oh, hier stehen Hot Dogs. Coole Sache. Ich finde unsere Küche, die sieht ja echt sehr geil aus, ne? Hier war schon echt cool eingerichtet. Ich muss echt beim Wohnzimmer noch gucken. Mir fehlt ehrlich gesagt noch ein bisschen die Idee, was wir mit dem Wohnzimmer so machen. Hier wäre schon mal so ein Hobbyraum. Und die Sauna, die wir extra gebaut haben und die es irgendwie gar nicht benutzen. Aber hey, wir haben eine Sauna und einen Hobbyraum. Das ist ganz wichtig. So, stimmt, der kann ja mal ein bisschen labern nebenbei, oder? Claudio, mein Freund. Weißt du eigentlich, wie toll so ein Obstkuchen ist, nachts um 4? Ich habe hier Dings mit einem herlaufen sehen. Ich glaube, es war eher Geburtstagstorte, aber Obstkuchen ist einfach geiler und ich möchte Kuchen anstatt Salat. Aber ich muss leider Salat essen nachts um 4. So. Dann darf der Lauch mal schlafen gehen. Schlafen. Komm, du hast genug geredet und gegessen. Das passt. Das passt. Dann darfst du ihn nämlich bewässern. Muss dir irgendwas jäten? Ich hoffe nicht. Wobei er noch Geschäftsanrufe tätigen muss, ne? Macht er das auch hier? Da, Geschäftsanrufe tätigen. Dann machst du das nämlich vorher und gehst dann bewässern. Und das ist ein guter Plan. Dann haben wir dich hier nämlich fein säuberlich eingeteilt. Sachen zu tun, die du tun sollst. Ach ja, meine Sims, die weinen ja immer beim Schlafen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Okay. Oh fuck, oh fuck. Geh mal Phyllis löschen, Alter. Oh je. Wie kann man eine Waschmaschine in Brand stecken? Okay. In Sicherheit bringen. Oh nein, Phyllis brennt. Wir lassen sie jetzt da stehen und rennen alle aus dem Haus. Das ist loyal, meine Freunde. So, scheiß auf die Versicherung, wir haben eh genug Geld. Jetzt soll der Typ aber schlafen gehen und dann seine dummen Geschäftsanrufe tätigen und dann die Blumen gießen.
Das war nämlich der eigentliche Plan. So, ich klicke das hier auch fünfmal an, oder zweimal reicht, bevor der das dann nicht macht oder sich unterbricht zwischendurch. Ist ja nicht so, dass das nicht ab und an sehr oft passiert. Aber hey. So. Jetzt warten wir hier noch das Momentchen, bis es dann 8 ist, damit wir auf Claudio wechseln können. Und dann schauen wir mal, was bei Claudio so ansteht. Wir sind mittlerweile ja schon echt weit, so in der Mitte der 60er von den Folgen. Nicht schlecht. Auch wenn das hier keiner guckt, außer vielleicht Sarah mal zwischendurch ein Part oder so. Und ich weiß gar nicht, ob sie alle Parts guckt, so aus Langeweile. Das kann sein, das kann ich mir gut vorstellen. Halt, stopp. Claudio, mein Freund. Geh mal nicht wie eine Schwuchtel, mach mal den Haushalt. Das ist ein guter Plan. Wenigstens mal einer, der ein bisschen nachdenkt, ne? So, jetzt darfst du aber mal alles ernten. Wenn wir schon mal im Garten sind, ne? Warum nicht? Hat der jetzt verspielt wegen der Kleidung? Warme Kleidung, weil warme Wäsche anhat. Kleidung zu tragen, die frisch getrocknet wurde, ist wie eine warme Umarmung, die niemals endet. So, die Qualität der Drachenfrüchte ist perfekt. Makellos. Ob man das noch mehr verbessern kann? Auf jeden Fall kann man die Dusche erstmal reparieren. Perfekt. Ist perfekt die höhere Stufe von makellos? Warte mal, makellos gibt 73. Perfekt 80. Okay, perfekt ist natürlich besser. Hier draußen hört man die Dusche. Nee, jetzt doch nicht mehr. Ach, ich hinterfrage das gar nicht. So, stopp. Du musst Klavier lernen. Und das machst du jetzt einfach mal in deinem Zimmer. Elfenbeinkitzel, wenn man schon mal dabei ist. So, wir verkaufen jetzt erstmal die schönen Früchte. Langsam kommen wir hier hin, dass wir das Geld echt ansparen können. Das ist echt gut. Eigentlich kann das Zimmer auch so bleiben. Man könnte natürlich noch ein Musikzimmer im Keller einrichten. Oder allgemein noch irgendwas. Nur die Frage, was? Die benutzen tun wir es jetzt ja auch nicht wirklich. Ein Schwimmbad im Keller, das ist eine Idee. Ja, das mache ich jetzt. Nein, ich mache es in der nächsten Folge. Wir gucken erstmal, dass das hier läuft. Und dann mache ich das Schwimmbad im Keller. So, Fähigkeit Level 6 auf einem Instrument erreichen. Ja, da sind wir dabei. Oder? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal. 4 Lieder schreiben. 500 Simoleons mit lizenzierten Liedern erreichen. Nee, verdienen. Okay, Klavier ist nur Level 4. Oh, es hat sich gereimt. Warte mal, Digga. Hast du überhaupt frei heute? Nee, hast du nicht. Sieh mal einer an. Da müssen wir nämlich schon das erste Unternehmen, Urlaubstag, nehmen. So, jetzt hör mal auf zu spielen. Das ersetzen wir jetzt einfach. Fertig. Und hier darfst du mal nachdenklich duschen. Und schmeiß Lucien einfach aus dem Raum raus. Digga, geh doch nicht duschen, weil du unterbrichst das. Oh. Vielleicht stört Claudio das auch gar nicht. Was für Merkmale hat er denn? Das juckt ihn gar nicht. Nee, es juckt ihn echt nicht. Das ist ja schön. Ja, gut. Du darfst jetzt inspiriert die Tasten. Lol, das glitzert ja richtig hier hinten. Das ist ja cool.
glitzernde Kleidung im Flur liegen haben. Wie schön. Mit den Fluren könnte man irgendwie nochmal was anstellen, aber wir haben es ja bis jetzt auch dekoriert, ne? Der hat hier dreckiges Geschirr bei sich liegen, ist ganz normal. Haben hier eigentlich alle das bessere Bett? Bis auf sie noch, ne? Ja. Schon mal etwas. Vielleicht könnte man im Garten noch irgendwie. Vielleicht noch ein bisschen was umbauen. Ach, ich weiß nicht. Wie läuft's bei dir mit der Musik, mein Freund? Naja, erstmal haben wir den. Das ist das Schwimmbad im Keller, ne? Oh, wir machen das Party, den Party-Schwimmbadraum. So machen wir das. So halt. Da wir vier. Hat er noch Gitarre, ne? Fünf. Ja, dann üben. Musst du jetzt wohl Gitarre lernen, mein Freund. Oder weiter üben. So. Feinschmecker kochen. Was die ja alles lernen, ey. Nebenbei. Schon interessant. Lilly hat Geld mit nach Hause gebracht. Danke, liebe Lilly. So das ganze Haus einfach mal komplett umbauen, wäre auch mal interessant. Aber, nee. Die haben das so schön hier designt. Wir könnten noch ein Stockwerk draufbauen. Ist nur die Frage, was das für ein Stockwerk sein könnte. Das macht er aber toll. Ich finde schön, dass die Musik hier so eingespielt wird, auch wenn der gar nicht. Oder gerade so eine Pau. Nee. Ich rede Mist, ey. Ich habe heute im Teamspeak auch schon voll den Satz rausgehauen, ey. Dass Musik nicht eingespielt wird, wenn er trotzdem Musik spielt. So rum. Oh je. Jetzt hat er ja fast das Level up immerhin. Aber der kippt uns gleich aus den Latschen. Es ist Romantic Festival. Das ist schön für das Romantic Festival. Das können wir aber gerade irgendwie nicht so gebrauchen. Ja, der geht erstmal richtig schön seine Blase leer machen. Nimm ein Stück Kuchen jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwas zu kochen. Und es hat jetzt auch niemand, glaube ich, frische Tofu-Burger hier hingestellt. Und dann schau dir dazu den Kochkanal an. Das kann nämlich nicht schaden. So. Welch seltener Anblick. Sims in unserer WG. Die vorm Fernseher sitzen und essen. Ja. So, dann würde ich diesen Part aber auch hier beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.